Wenn wir Al-Jannah betreten, werden wir direkt wissen, wo unser Haus steht. Auf dem Weg zu unserem Haus werden wir an vielen schönen Dingen vorbeilaufen. Aber das wird uns im ersten Moment wenig interessieren. Das Einzige, was wir sehen wollen, wird unser eigenes Haus sein. Egal, was für ein gewaltiges und schönes Haus du bisher gesehen oder dir vorgestellt hast, dein Haus im Paradies wird alles übertreffen. Das Paradies entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Im Paradies werden wir keine negativen Gefühle mehr haben, keinen Neid, keinen Hass und keinen Groll im Herzen. All diese schlechten Gefühle werden uns verlassen. Allah subhanahu wa ta'ala kennt seine Geschöpfe. Er wird jedem das geben, was ihn glücklich macht. Es wird dir an nichts fehlen. Weißt du, was das Paradies bedeutet? Paradies bedeutet alles, was du dir in der Dunya erträumt, gewünscht und erhofft hast. Und noch viel mehr als das. Meine lieben Geschwister, das Einzige, wofür es sich lohnt zu leben, ist das ewige Paradies. An jenem Tage wird es strahlende Gesichter geben, die zu ihrem Herrn schauen. Ja, liebe Geschwister, das war eine bescheidene Beschreibung des Paradieses. Es hört sich schön an. Jeder, der davon hört, möchte hineintreten. Doch wir müssen verstehen, dass alles seinen Preis hat. Alles, was großartig und schön ist, erfordert Anstrengung. Keiner wird sagen, ich möchte reich werden, aber nichts dafür tun. Ich möchte Arzt werden, aber keine Prüfung ablegen. Aber wenn es um das Paradies geht, sind wir minimalistisch. Wir glauben, Allahs Barmherzigkeit ausnutzen zu können. Allah sagt nicht, du sollst einfach nur beten und alles andere ist egal. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala schaut auf unseren Islam. Islam ist nicht einfach nur beten und dann auf das Paradies zu hoffen. Das ist doch naiv. Und Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns, dass wir unser komplettes Leben nach seinen Geboten und Verboten richten und dafür gibt er uns das ewige Paradies. Jetzt frage ich dich und ich möchte, dass du ehrlich mit dir bist. Glaubst du wirklich, dass du das Paradies verdient hast, wenn du betest, dann aber am Wochenende feiern gehst oder einen Freund oder eine Freundin hast? Damit will ich nicht sagen, dass wir den Islam entweder ganz oder gar nicht praktizieren sollen. Nein, egal wie viele Sünden wir machen, das Gebet bleibt trotzdem eine Pflicht und wir müssen weiter beten. Aber der Gedanke des Minimalismus ist hier fehl am Platz. Wir gehen doch auch nicht zu unserem Chef und sagen ihm, lieber Chef, ich arbeite ab sofort nur noch 3 Stunden und möchte trotzdem den vollen Lohn erhalten. Mit wenig Einsatz viel rausholen. Das ist eine Denkweise, die wir im Business haben können. Aber zu glauben, das Gebet alleine sollte reichen, ist eine Vorstellung vom Shaitan, der uns alles schönredet. Der Shaitan hält uns unsere Wohltaten vor die Nase. Wir fallen darauf rein und glauben, dass die wenigen Dinge reichen und begnügen uns dann damit. Die 10 Sahaba, denen das Paradies versprochen wurde, haben niemals angefangen, den Islam auf das Gebet oder andere Dinge zu beschränken. Vielmehr haben sie noch mehr geopfert. Für einen gut bezahlten Job bringen wir Opfer, schlafen weniger und vernachlässigen Familie und Freunde. Für den Bachelor lernen wir Tag und Nacht, lernen 10 Stunden und mehr. Hier denken wir nicht minimalistisch. Aber wenn es um das Paradies geht, begnügen wir uns einfach nur mit dem Gebet und glauben, wir haben es geschafft. Ist das Paradies etwa so billig? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Ware Allahs ist teuer. Die Ware Allahs ist das Paradies.